So, willkommen zurück, Freunde der gepflegten Unterhaltung. Wir sind jetzt noch voll in der Saisonvorbereitung. Wir haben noch einiges zu tun, hoffentlich einige Termine anstehen. Und die große Frage, die bei mir auch jetzt irgendwann aufkam, wo ist denn der Kusk geblieben? Wir waren uns doch einig. Ist jetzt der Saisonumbruch irgendwie dazwischen gekommen? Hat einer die Akte aus Versehen geschreddert? Wir suchen ihn jetzt einfach mal. Ich weiß, wo er wohnt. Lissabon, er ist immer noch da. Tut so, als wäre nichts passiert. Ich bin sprachlos, aber ich frage ihn dann einfach nochmal. Ah, der Spieler hat schon einen Warnungstermin. Ja, warum kann ich nicht mitkommen? Hä? Oder ist das jetzt doch ein Termin? Aber hier steht ja nichts auf dem Kalender. Oder wird das nicht mehr drauf geschrieben, weil wir uns ja sowieso schon einig sind? Vielleicht kommt er ja doch. Anyway, gucken wir mal. So, Viererkette. Ich habe gesehen, wir haben jetzt hier knapp 10 Spieler auf der Transferliste. In der Jugend sehe ich, der Torwart ist schon 17, aber Torhüter haben wir erstmal genug. Da warte ich bis zum Ende der Saison mit. Wir müssen jetzt mal die Vorbereitung planen. Wir spielen ja auch schon im August den Ligapokal, deswegen sollten wir jetzt hier ein bisschen schneller machen. Dann machen wir hier Trainingslager einfach mal in... Machen wir mal in China, bei Dr. Chiem Do Ping. Nein. Oh, die Spritzen machen mir Angst. Wir machen jetzt einfach mal was. Wir fliegen einfach mal nach Sydney, Australien. So. Wir müssen ja auch mal ein bisschen ein paar neue Orte sehen. Dann machen wir hier noch ein Sommersonne-Kaktus-Turnier gegen... Ah, nicht gegen Leverkusen. Jetzt habe ich es schon ausgewählt. Ja gut, jetzt ist die Einladung aus Versehen schon rausgeschickt worden. Dann nehmen wir noch Viktoria Köln, Unterhaching, Bielefeld, Norderstedt, Drochtersen-Assel und Werder Bremen. Werder Bremen ist im Amateurfußball, das muss man sich mal vorstellen. Dann machen wir hier noch ein Testspiel gegen AZ Alkmaar. Im Trainingslager machen wir keine Testspiele. Dann machen wir hier noch ein paar gegen Würzburg. Und hier noch eins. Generalprobe gegen den HSV 2. Das soll dann auch reichen. Dann machen wir hier noch einen Familientag. Ein Jugendtag. Wir gehen mal hier direkt schön essen. Natürlich italienisch, ich würde ja auch gerne mal woanders hingehen, aber das wird hier nicht gewünscht. So, Verbandsfest gibt es auch. Und einen Tag der offenen Tür. So, das ist der Fahrplan. Ein bisschen wenig Testspiele, aber so ist das halt. Dafür Ligapokal ist ja im Prinzip auch nur ein, ich würde sagen, gut gekleidetes Testspiel. Ja, Sie wissen, wie ich es meine. So. Das Essen war beim Italiener war wie immer sehr lecker. Kusk von Man City verpflichtet. Leck mich doch, was soll das denn? Bin ich Man City? 9,26 Millionen. Ja, die haben alle gesehen, dass das ein Schnäppchen ist. Wir waren uns doch schon einig. Ich werde hier betrogen. Unfassbar. Was ist hier los? Was ist hier los? Wir holen in unserem Strandturnier Platz 3 mit 4:2 gegen Unterhaching im Spiel um Platz 3. Gewonnen González, der beste Torschütze in der Gruppenphase, hat mal alle Spiele gewonnen. 5:1 gegen Leverkusen, 2:3 gegen Köln und 6:2 gegen Haching. Im Halbfinale hatten wir 2:2 gegen Norderstedt gespielt und uns dann scheinbar im Kniffeln oder 9-Meter-Schießen durchgesetzt. Norderstedt hat das Turnier gewonnen, Bielefeld auf 2. So, den Frauen und Freundinnen, den wenigen, gefällt das Vereinsgelände sehr gut. Sie kritisieren aber, dass die Männer ihre Schuhe nicht selber putzen müssen. UI-Cup, ach, da müssen wir nicht, aber da müssen wir nicht mitmachen, aber wir können hier potenzielle Gegner scouten. Kaiserslautern ist einer davon. Sind die auf Platz 7 gelandet? Die spielen 0:0 gegen Moravce aus der Slowakei. So, Stevenson wird umworben. Wir haben viele Innenverteidiger. Der ist ein mittleres Talent. Ich würde ihn eigentlich fast schon dem Papp vorziehen. Aber wenn wir jetzt hier ein Angebot kriegen, dann sollten wir es auch annehmen. Wir müssen ein paar Leute loswerden. Der Herr Portillo bietet 2,9 Millionen. Das ist mehr, als er wert ist. Und die Finanzspritze nehmen wir einfach mal. Da lohnt sich die Jugendarbeit dann ja auch finanziell. FC Malaga. Eine Kugel Malaga mit Sahne, bitte. So. 3 Millionen, er ist 2,39 aktuell wert. Er wird seinen Marktwert natürlich schnell erhöhen. Er ist ja noch nicht mal volljährig. Gucken wir, ob wir dem Herrn Portillo hier noch ein paar Mark aus der Tasche quetschen können. Sollte jetzt nicht zu gierig werden. 3,55, das ist schon ein sehr gutes Angebot. Und 3,6 Millionen, er wechselt für 360 nach Malaga. Spielt ab sofort da. Viel Erfolg. Wir spielen gegen AZ Alkmaar. Da spielen einfach mal die frischesten Spieler.
Ich lasse das jetzt einfach mal so. Alkmaar ist ein starker Gegner. Knapp 7800 Zuschauer. Peter Rode trifft zum 1-0. Vorlage Çetin. So, da wird dann fleißig durchgemischt in der zweiten Halbzeit. Ey, das mit dem Kuss, das fuckt mich richtig ab. Das gibt's doch nicht. So ein Angebot kriegen wir nicht nochmal. Ein Spieler in dem Format für so einen Preis. Und wir... Echt. Ja. Man hatte nichts schriftlich. Und das Wort zählt im Fußballgeschäft nicht viel, wie man sieht. So, Perkovic geht nach Çetin, kommt für Çetin rein. Martinez kommt. Rika Biesinger. Reunok. Siebenaler. Hengel. Und Cermak. Muss mal gucken. Stürmer verpflichten wäre vielleicht auch sinnvoll, wenn wir dafür Stärke 12 wen kriegen. Da haben wir jetzt gerade schon mal wieder ein paar Mark eingenommen. Mit dem Kuss hätten wir die größte Lücke stopfen können für einen guten Preis. Oh, beim Jugendtag ist ein Spieler ganz besonders aufgefallen, der zurzeit noch bei einem kleinen Dorfverein in der Nachbargemeinde kickt. Lucas Mario dos Santos. Ein guter Name. Stärke 1. Stürmer 13 Jahre jung. Der wird verpflichtet. Das Fest war ganz nett. Große Stimmung, kam keiner auf. Ihr Ansehen beim Verband ist nicht besser geworden. So, Kusk mit einem Betrugstransfer von Benfica Lissabon nach Man City. Zumindest meine Ehre haben sie verletzt und ihre eigene auch. So, Lewald geht von Berliner AK nach Dynamo Bukarest. Vielleicht können wir den direkt von Man City verpflichten, aber ich glaube, das geht nicht. Salah von Ingolstadt nach Straßburg. Stevenson geht von uns nach Malaga. So, da haben wir doch direkt einige Geschäfte. Für Gomez und Papp haben sich Leihinteressenten gefunden und Marin und González werden zum Kauf umworben. Können wir doch direkt noch ein paar Mark mit verdienen. Jetzt müssen wir gucken nach einem Stürmer und nach einem RM. Der Transferliste. Hier ist einer mit Stärke 10. Das wäre aber auch nur ein Ersatz für Cilic. Und ist auch 34. Da hätten wir auch den Cilic behalten können. Ich würde gern schon stärketechnisch ein bisschen Upgrade haben. Vor allem, wir haben jetzt 47 Millionen auf dem Konto. Wir werden ja in dieser Woche noch ordentlich was bekommen. Zweimal eine Leihgebühr. Und zwei potenzielle Käufe. Verkäufe. So, gucken wir nochmal. RM Stärke 12 mit fixer Ablöse. Vielleicht ist da noch irgendwer dazugekommen. Nee, bei dem Kuss haben sie das logischerweise jetzt rausgestrichen. Wie sehen denn hier die Fixen? Ja, hier zahlen wir jetzt 50 Millionen. Ey, wir hätten einen Spieler für ein Fünftel des Marktwerts kriegen können. Und ohne fixe Ablöse wird es schwierig. Dann gucken wir erstmal nach einem Stürmer. Fixer Ablöse. Oh, Vujinovic. Sehen wir uns wieder? Ne, da ist die fixe Ablöse zu hoch. Baumann, da ist die fixe Ablöse auch zu hoch. Gehen jetzt einfach mal die Liste durch. Zu hoch. Da ist die fixe Ablöse oft noch höher als der eigentliche Wert. Teilweise krass höher. Einen davon könnten wir uns ja theoretisch leisten. Mal angenommen, wir verdienen jetzt diese Woche noch knapp 10 Millionen oder mehr. Den Transfers. Oh, 55 Millionen fixe Ablöse, Marktwert 14 Millionen. Das sieht ja alles nicht gut aus. Das sieht ja alles gar nicht gut aus. Da war der Kusk schon ein ganz besonderes Angebot. Aber es wäre auch zu einfach, wenn man solche Angebote hier einfach so täglich finden würde. Dann müssen wir gucken. Rechtes Mittelfeld dann halt. Ich hätte gern Stärke 12. Kusk. Nein, 40 Millionen zahle ich jetzt nicht aus Prinzip für jemanden, den wir deutlich günstiger hätten kriegen können. Am besten jemand, der noch nicht 30 ist, der aber auch nicht so ganz jung ist. Boah Gott, 19,2 Millionen, das kann man sich doch erlauben. Stärke 12, riesiges Talent, er ist Franzose, er ist verletzungsanfällig und eine Leberwurst. Aus der Jugend von Lyon, spielt bei Hellas Verona. Nationalspieler Frankreichs. Aber ich glaube, den kann man sich durchaus leisten. Aber wir haben schon drei Verhandlungstermine. Ja, super. Dann lasst mich doch, leckt mich doch am Arsch hier. So, Konterspiel. Wir sind im Trainingslager trainieren. Brutal die Kondition. Alle sind gesund. So, der Dos Santos kriegt erstmal einen Vorvertrag. Ja, müssen wir jetzt erstmal gucken, dass wir Spieler jetzt loswerden. Da haben wir, Marin wird umworben von Augusti. Den hatten wir ja eigentlich schon verkauft. Der hat seinen Marktwert erhöht, weil er zwei Stärkepunkte im Sommer gewonnen hat. Aber wir wollen ihn jetzt verkaufen, weil wir haben schon zwei OMs.
die in der Rangliste vor ihm stehen. Ich hätte aber schon eigentlich gern mindestens den Marktwert. 3,6, sie bieten 2,4. Gucken, es ist jetzt nicht so weit weg und wegen der 1 Million. Wir sehen ja, wenn der Kalender jetzt immer voll ist, dann behindert mich das auch bei meinen eigenen Transfer-Einkaufsaktivitäten. Wir gucken mal, was wir hier rausholen. 2,5 Millionen, 2,55 Millionen, 2,65, nochmal 100.000, nochmal 150.000. Ich glaube, wir werden uns hier schon einig. Nochmal 150.000, dann machen wir vielleicht sogar eine 3 vorne hin. Für 3 Millionen kommen, dann haben sie ihn für 3 Millionen. 600.000 unter dem Marktwert. Aber er spielt ab sofort in Zypern bei Apollon Limassol. Viel Erfolg. Markus Mann ist an Gonzales interessiert. Magdeburg, Regionalliga Nord. Ein 23-Jähriger, der hier schon auf höchstem Niveau gespielt hat, ist eigentlich ein Mann, der mindestens in der zweiten Liga spielen sollte. Er hat allerdings 2 Stärkepunkte verloren. Hat mich auch mit schlechter Motivation oft ein bisschen gestört. Er ist deswegen auch nur noch 1,24 Millionen wert. Hat natürlich noch mehr, ja, wahrscheinlich mehr als die Hälfte seiner Karriere vor sich. Aber auch hier werden sich dann wohl die Wege trennen. Ja, mit 10 Millionen wird es dann wohl doch nichts. Da habe ich die Marktwerte etwas überschätzt. Aber vielleicht können wir ja auch noch wenigstens 1 Million rauskratzen. 970.000 bietet der Herr Mann. Ist ein echter Mann hier. 1 Million, da haben wir es wenigstens siebenstellig gemacht. Und, oh, da habe ich dann zu hoch gepokert. Und der Mann ist sehr ungeduldig. Dann haben wir den Gonzales erstmal noch an der Backe. Weekup. Wer... Ich will jetzt auch mal ein bisschen Spannung drin haben, wer denn meine potenziellen Gegner sein könnten. Ein bisschen Namen hören hier. So, Pogon Stettin ist weiter. Besiktas Istanbul ist weiter. Guimaraes ist weiter. Plovdiv ist weiter. Leicester City, Novi Sad, Agamat Grozny, Maccabi Tel Aviv, Atalanta Bergamo, Royal Antwerpen, 1. FC Kaiserslautern und HNK Gorica. So, in der nächsten Runde haben wir jetzt Bielefeld. Bielefeld spielt gegen Tel Aviv, dann ist Kaiserslautern als Achter scheinbar doch dabei. Kaiserslautern gegen Nordsjælland und Bielefeld gegen Tel Aviv. Samuel Papp geht auf Leihbasis nach Norwich City auf die Insel. Dann haben sie jetzt schon wieder wen vergessen, aber doch noch eine Leihe. Hä? Marin geht von uns nach Limassol. Was ist hier los? Haben wir einen Fehler in der Matrix? Papp geht von uns nach Norwich City. Ich werde jetzt langsam verwirrt und abgefuckt, weil das hier nicht alles Sinn ergibt. So, Lema geht vom 1. FC Köln nach Mailand und Vignati von Gladbach nach Marseille. Da war doch noch wer zur Leihe. Wer war das denn? Gomez. Wurde der Termin verschoben? War da jemand, weiß ich nicht, kurzfristig verhindert? Auf jeden Fall Gonzales und Gomez werden nochmal umworben. Wir haben in der vergangenen Woche 5,6 Millionen Euro eingenommen, haben damit 52,6 Millionen auf dem Konto. Wir trainieren hier weiterhin brutal die Kondition in Australien. Danach abends ein bisschen Koalas und Kängurus gucken. Gucken wir erstmal auf der Transferliste, vor allem jetzt erstmal RM und Sturm. Das muss natürlich aber auch was sein, was uns weiterhilft. Wir wollen uns ja auch verbessern. So, gucken wir erstmal im RM, da drückt der Schuh erstmal dringender. Borgort. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Jetzt können wir auch einen Termin mit dem Herrn ausmachen. Mit dem Sturm. Gucken wir mal, wen haben wir denn da? Ibisevic ist 21 Millionen. Er ist schon 30, aber hat Stärke 12. Leichtfuß aus Spanien. Ich hätte gerne jemanden Ende 20. Körber von Huddersfield, aber ist 40 Millionen wert, das ist zu teuer. Vujinovic, unser alter Bekannter. Das hat ja mit uns ja schon funktioniert, aber so ganz Bäume ausgerissen haben wir zusammen noch nicht. Da muss ich wohl doch wen nehmen, der 30 ist. Ibisevic, 21 Millionen Marktwert, riesiges Talent. Das Talent wird jetzt in dem Alter irrelevant sein. Von Real Madrid, Spanier, kann gut Ball halten. Ist ein Leichtfuß und eine Integrationsfigur. Warum ein Spanier in Madrid? Warum musste der sich denn groß integrieren? Er hat Übergewicht. Von Real Madrid aus der Jugend von La Coruña. Nationalspieler Spaniens. Aber ich denke, das ist ein Mann, der klingt interessant. Wir haben schon 3 Verhandlungstermine. Hatten wir letzte Woche nicht sogar schon 4 Termine? Vielleicht wurde deshalb mit dem Gomez
Das mit dem Gomez verschoben, so Borgort. Handgeld von 3,89 Millionen. Stärke 12. Der würde dann unser RM Nummer 1 sein. Und dann haben wir den Rode als Backup, weil die Backups werden in dieser Saison noch mehr gefordert durch den weiteren Wettbewerb, der dazugekommen ist. So, der Mann ist nicht ganz überzeugt. Dann müssen wir auch noch mal ein kleines Köfferchen hier dazulegen. Auflaufprämie ist auch nicht schlecht. Er würde gerne kommen. So, Scheil, Enrico Scheil von Leverkusen. Wir kennen uns ja, González. Bietet auch 920.000. Jetzt sollte ich mal nicht zu hoch pokern. Dass hier jemand aus Leverkusen mit mir verhandeln möchte, hat ja sowieso immer ein Geschmäckle. 970.000. 1,05. Ja, dann sollten wir jetzt nicht nochmal zu gierig werden. Dann geht er jetzt auch für 1,05 Millionen. Herr Scheil, da haben Sie ihn. González. Vielen Dank und viel Glück. Und wir sehen weitere potenzielle Gegner im UI-Cup. Gucken, was Bielefeld und Kaiserslautern vor allem machen. Kaiserslautern spielt 0-0 gegen Nordsjælland. Bielefeld gewinnt 3-1 gegen Tel Aviv. Ich würde natürlich auch gerne gegen Clubs spielen, gegen die ich noch nicht gespielt habe. Ich war ja erst ein einziges Mal in der Euroleague dabei. So, die Runde ist auch rum. Kilmarnock ist weiter. FC Malaga ist weiter. Olympiakos Piraeus ist weiter. Lokomotive Plovdiv ist weiter, Leicester City ist weiter, Manchester City ist weiter, Lugano ist weiter, Arminia Bielefeld ist weiter, Atalanta Bergamo ist weiter, Itemis Alanyaspor ist weiter, Kaiserslautern ist weiter und Frosinone Calcio ist weiter. So, jetzt haben wir Kilmarnock gegen Malaga, Olympiakos Piraeus gegen Plovdiv, Leicester City gegen Man City, Lugano gegen Bielefeld, Bergamo gegen Alanyaspor und Kaiserslautern gegen Frosinone Calcio. Beide deutschen Vertreter hier noch am Start. González geht von uns nach Leverkusen. Slevin von Celta Vigo zum 1. FC Köln. Reinhard von Ingolstadt nach Burnley. Welka von Bochum nach Watford. Pettigrew von Hoffenheim nach Sion. Ja. Dann haben wir hier Termine. Oh, ich dachte, man kann nur 3 Termine in einer Woche haben. Jetzt haben wir wieder 4 Termine offenbar. Das kann ja auch nicht klappen. Wir haben ja 2 Termine jetzt an dem Dienstag. So, ach ja, Borgert will man auch haben. Gomez. Das mit der Laie wird hier immer wieder verschoben. Es steht jetzt immer feststehende Termine, aber der Gomez wird dann doch nicht verliehen, oder was? Özkan wird zum Kauf umworben und Aliaga wird zum Kauf umworben. Den Aliaga wollte ich ja sowieso verkaufen. Von daher ist das gut. Den Özkan auch, ne? Den hatten wir auch auf die Transferliste gesetzt. 2,7 Millionen Euro eingenommen. Ja, die Woche ist schon voll mit Terminen. Man kommt hier zu nichts. Ich würde ja gerne den Kader jetzt mal beisammen haben. Wir trainieren es noch einmal brutal, die Kondition. So, Gomez, jetzt aber wechselt auf Leihbasis nach Borussia Dortmund. Ja, das hat auch ein Geschmäckle, aber er hat sich ja prächtig entwickelt. Er kommt ja auch zurück. Vielleicht legt er nochmal eine Schippe drauf, dann wird es vielleicht auch nächstes Jahr dann für unseren Kader reichen. So, Tag der offenen Tür war ein großer Erfolg. Es kamen viele Fans. So, wir sind jetzt an Borgort dran. Hellas Verona steigt aus und der Herr Vagnati möchte 49 Millionen. Das ist weit mehr als das Doppelte, fast das Dreifache seines Marktwerts. Boah. Nö, da werden wir uns nicht einig. Da werden wir uns leider gar nicht einig. Er geht auch keinen Cent runter. Jetzt geht er mal 2,5 Millionen Euro runter. Und nochmal 2,5 Millionen Euro runter. Und nochmal 2 Millionen Euro runter. Nee, das ist zu teuer. Herr Scheil, wir haben uns auch schon mal gesprochen, ist auch an Aliaga. Dann hat er direkt einen neuen Schalker Sturm. Bietet 1,3 Millionen. Für den bietet er jetzt mehr als für den González, obwohl der Aliaga älter ist und schlechter ist. Aber der Aliaga ist auch ein Allrounder. Und der Herr Scheil hat da einen Plan. Er bietet 1,3 Millionen. Das ist schon mehr, als er wert ist. Deswegen werden wir hier sicher eine Lösung finden. Ich muss jetzt gucken, dass ich aber nicht nur Leute abgebe, sondern dann auch mal wen hole. Aber bei solchen Preisen wird das schwer. So, sagen wir 1,6 Millionen, Herr Scheil. Ja, da wären wir uns einig. Für 1,6 Millionen geht Aliaga nach Leverkusen. Auch da viel Erfolg. Wir spielen jetzt gegen Würzburg. Wir haben noch 2 Länderspiele. Das wird jetzt hier nochmal wild durchgemischt. Und beim nächsten Mal dann eine Generalprobe. Dann sind einige hier vielleicht nicht so zum Zug gekommen, wie sie es vielleicht
hätten sollen. Aber so ist das dann vielleicht auch manchmal. So, hoffe, dass jeder zumindest mal ein bisschen gespielt hat. Wir spielen gegen Würzburg. 6000 Zuschauer. Pouillet mit dem 1-0. Eriksson mit dem Assist. Rote Karte für Schäfer. Ja, super. Aber seine Hand wurde angeschossen. Das wird ja jetzt hoffentlich keine große Sperre sein. So, Niet kommt dann mal für Rocha rein. Dann müssen wir halt zu 10 zu Ende spielen. Oh Mann. Naja, auch mal eine Situation, die man hier trainieren kann dadurch. Ich hoffe, dass er uns dadurch nicht am Saisonstart fehlen wird. So, wir wechseln nochmal durch. Pasurek. Leslie darf auch mal mitspielen. Hengel. Perkovic. Scherwinski und Ekelund. Oh. Ich glaube, wir müssen beim nächsten Testspiel nochmal ein bisschen rumrotieren. Dann sehen wir einfach den Ligapokal als erweiterte Generalprobe. So, um dem Wettbewerb noch ein bisschen Prestige zuzusprechen. Wir gewinnen 1-0 gegen Würzburg. Ralf Minge vom 1. FC Heidenheim ist an Özkan dran. Der Özkan ist 2,2 Millionen wert, 17 Jahre jung, mittleres Talent. Ich würde ihn abgeben, aber jetzt auch nicht so deutlich unter Marktwert. Das ist halt nur knapp die Hälfte. Herr Minge, da müssen Sie noch mindestens eine halbe Million drauflegen. So, 50.000. Nochmal 50.000. Nö, das war ein zu schlechtes Angebot, Herr Minge. So, UI Cup. Mal langsam lichtet sich das Feld hier. Kaiserslautern verliert 3-0 gegen Frosinone Calcio. Bielefeld gewinnt 1-0 gegen Lugano. Für Lautern wird es jetzt schwer. Juffe Gane von Chelsea verpflichtet für über 30 Millionen. So, Kaiserslautern verliert beide Spiele mit 3-0, ist damit weg. Bielefeld ist weiter, außerdem Kilmarnock ist weiter, Plovdiv ist weiter, Man City ist weiter, Bielefeld ist weiter, Bergamo ist weiter und Frosinone ist weiter. So, wir sehen Transfers. Gomez geht auf Leihbasis nach Borussia Dortmund. Aliaga geht nach Bayer Leverkusen. Panos geht vom 1. FC Köln nach Ferrara. Richi Mäcki geht von Viktoria Köln nach Genua. Özkan wird nochmal zum Kauf umworben. Wir spielen dann im Ligapokal gegen Leipzig. Wir haben jetzt immer noch keinen Spieler gefunden. Die Preise sind zu krass. Das müssen wir uns dann beim nächsten Mal angucken. Beim nächsten Mal wird der Ligapokal absolviert. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen.